Uhren sind eine tolle Sache, doch es gibt Dinge, die mich so richtig nerven. In diesem Video zeige ich dir drei Dinge, die in der Uhrenbubble meiner Meinung nach komplett schief laufen. Hype ist an sich eigentlich gar nicht so verkehrt und eigentlich auch eine ganz nette Sache. Nicht umsonst heißt es, Vorfreude ist die schönste Freude, richtig? Das gilt genauso bei neuen Uhren und selbst wenn diese finanziell außer Reichweite sind, macht es irgendwie Spaß, sich mit der Community zu freuen und neuen Releases entgegenzufiebern. Doch Hype muss irgendwo auch berechtigt sein. In der Uhrenwelt habe ich gerade in den letzten Jahren einen völlig übertriebenen Hype um Uhren gesehen, die solch eine große Aufmerksamkeit eigentlich gar nicht verdient haben. Ich meine, eine neue Farbe einer bestehenden beliebten Uhr ist etwas Nettes, aber wirklich nicht so mindblowing, dass die Uhrenwelt deshalb wochenlang Kopf stehen muss. Okay, wir hatten 2020, hatten diese Ausnahmesituation, die ich nicht aussprechen will, und durften monatelang teilweise nicht mal das Haus verlassen oder unserer Arbeit nachgehen. Dementsprechend gab es monatelang keinen einzigen, zumindest relevanten Uhren-Release. Da kann man schon mal wegen einer Blackbay 58 in Blau durchdrehen. Doch ich finde, dass in der Uhrenbubble oft viel Lärm um nichts gemacht wird. Da wird ein minimal verändertes Gehäuse gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr, und bei der einen oder anderen Marke wird sogar die Einstellung bestimmter Modelle als Neuheit deklariert. Den kompletten Vogel hat die Uhrenbubble aber definitiv bei der neuesten Moonwatch-Kreation, die am 7. März 2023 herauskam, abgeschossen. Wenn du regelmäßig meine Videos schaust, dann weißt du, dass ich erstens ein großer Fan der Moonwatch bin und zweitens der Meinung bin, dass die Moonwatch wirklich frischen Wind in die manchmal zu traditionelle und deshalb auch eingestaubte Luxusuhrenwelt gebracht hat. Schaust du nicht regelmäßig meine Videos, solltest du das schleunigst ändern und den Kanal abonnieren, denn ich zeige dir jeden Sonntag um 11 Uhr ein Video rund um das Thema Luxusuhren. Doch jetzt mal ehrlich und bei aller Liebe zur witzigen Moonwatch. Ich war wirklich erstaunt, wie schnell und wie zahlreich alle möglichen Uhrenkanäle am Start waren, nur um die neue Moonwatch Moonshine Gold zu präsentieren. Ich meine, das Ding sieht 1:1 wie die Mission to the Moon aus, nur mit einem goldenen Zeiger und freshen, fancy Namen. Das ist sowas von lame und einfallslos, dass es mir wirklich schon die Schuhe auszieht. Dass dieser Zeiger in der Vollmondnacht produziert wurde, macht das Ganze sogar noch lächerlicher und wirklich schon zum Joke. Hätte Swatch wenigstens die Zahlen auf der Tachymeterlünette in Gold gehalten oder ein schwarzes Gehäuse benutzt, dann hätte das sicherlich gut ausgesehen und es hätte gewirkt, als hätte sich der Hersteller zumindest etwas Mühe gegeben. Aber nein, da wird einfach ein goldener Zeiger in einer bereits bestehenden Uhr, die es original 1:1 schon so gibt, implementiert. Und das ist wirklich eine Meldung wert? Ich will hier wirklich niemandem zu nahe treten. Wir wollen alle Content liefern, das relevant ist und unseren Zuschauern gefällt. Und wenn uns ein virales Video gelingt, umso besser. Das ist überhaupt nicht verwerflich und bei dem Aufwand, das ein gut gemachtes YouTube-Video benötigt, absolut verständlich. Doch bei solch einer Neuheit sollte die Uhrenwelt höchstens mit der Schulter zucken. Es ist dabei auch völlig irrelevant, ob das Ganze als Mega-Neuheit gefeiert wird oder ob es sich um ein Rant-Video handelt, wo man die Uhr als absoluten Schmutz bezeichnet. Wir als Teil des Ganzen senden wirklich die falschen Signale an die Marken, wenn wir auf solche Dinge reagieren. Denn damit belohnen wir noch diese Einfallslosigkeit. Nein, ist das stärkste Wort im Universum und wir als Uhrenfans und Content Creators haben es in der Hand, Konzernen zu zeigen, wo es lang geht. Solange aber solche Einfallslosigkeiten viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen, wird sich daran ganz sicher nichts ändern. Ich bleibe dabei. Der neue Release der Moonwatch war nicht mal eine Meldung wert. Und das sage ich als Fan des Ganzen. Übermäßige, übertriebene und manchmal auch unangebrachte Hype ist etwas, was meiner Meinung nach in der Uhrenbubble komplett schief läuft. Der nächste Punkt richtet sich komplett an die Hersteller und das sind lange Referenzen, die sich kein Mensch merken kann und Namen, die so lang sind wie ein niemals endender Güterzug. Ja,
Irgendwo muss man den unzähligen Modellen Namen und Bezeichnungen geben. Doch vielleicht überdenkt man diese Art und Weise nochmal und lässt sich etwas Besseres einfallen. Oder zumindest etwas, was man sich wenigstens leichter merken kann. Ich meine, Omega Speedmaster Moonwatch Professional, Koaxial, Master Chronometer, Chronograph 42 mm. Ehrlich? Okay, wir könnten einfach nur Speedmaster Professional sagen, richtig? Nicht ganz, denn das Ganze gibt es ja jeweils mit Hesalit und mit Saphirglas. Also benötigen wir noch eine ewig lange Referenz on top. Also nochmal zum Mitschreiben. Omega Speedmaster Moonwatch Professional, Koaxial, Master Chronometer Chronograph, 42 mm, 310, 30, 42, 50, 01, 001. Dummerweise weiß ich aber als Neuling oder Nicht-Uhrenfreak jetzt immer noch nicht, ob es die Saphir- oder die Hesalit-Variante ist, wenn ich auf die Omega-Seite gehe. Sehr wahrscheinlich weiß ich als Neuling nicht einmal, dass es zwei Varianten von dieser Uhr gibt. Ich wundere mich nur, warum es die gleiche Uhr zweimal gibt und warum der Preis sich nochmals jeweils um ca. 1000 Euro unterscheidet. Erst wenn ich mir beide Beschreibungen durchlese, merke ich, dass die unterschiedliche Gläser haben, falls ich aufmerksam genug bin. Na, da hat sich der lange Name und die lange Referenz aber so richtig gelohnt. Nein, nein, das ist hier kein Omega-Rant. Andere Marken machen es auch nicht wirklich besser. Namen wie Jaeger LeCoultre, Mastra UltraSyn Moon, Breitling Navitimer, B01 Chronograph 46, Tag Heuer Monaco, 39 mm, Kalibre Heuer 02, Automatik klingen so sperrig, dass ich mich dazu entschieden habe, dir deren Referenznummern lieber nicht zu nennen. Die waren vermutlich sowieso so lang, dass ich mich dabei vertippt hätte. Ich weiß gar nicht, was mich mehr nervt. Lange Namen, lange Referenzen oder der Mix aus beidem. Als Käufer würde mich das übelst annerven, wenn ich mir so viele Wörter und Ziffern merken muss, wenn ich nach so einer Uhr nachfragen müsste oder mich informieren will. Ja, Referenznummern gibt es bei allen Marken, aber bei Rolex und Tudor sind die zumindest nicht ganz so schwierig und lang ausgefallen wie bei einigen Mitbewerbern. Ich würde mir da vielleicht Gedanken machen. Ich habe mich für den dritten Punkt, für das aktuell extrem beliebte Genta Design entschieden. Doch letztendlich geht es darum, wie jeder Uhrenhersteller auf den gleichen Trend anspringt und bis zum geht nicht mehr ausquetscht, bis es irgendwann wirklich niemand mehr sehen kann. Rolex bringt bunte Zifferblätter bei der Oyster Perpetual raus. Noch 3 Jahre später versuchen alle möglichen Hersteller auf diesen Trend aufzuspringen, solange es noch geht. Kaum wurde Blau von Grün als Farbe der Uhrenwelt verdrängt, ist jeder Uhrenhersteller am Start und macht mit. Von Tissot bis Patek, da ist wirklich alles dabei. Tudor ist dank Vintage Design aus dem Totenreich der Uhren auferstanden. Jeder Uhrenhersteller macht seitdem auf Vintage und versucht dieses Rezept zu kopieren. Nochmal zurück zu Genta. Der Designer der Nautilus und der Royal Oak ist völlig zu Recht auch heute noch eine so große Legende der Uhrenwelt. Vor allem in den letzten Jahren haben diese Uhren nochmals an Popularität gewonnen. Doch auch Uhren, die an diesem Stil angelehnt sind und nicht von Genta selbst designt wurden, sind seit ein paar Jahren extrem beliebt. Ewig unterschätzte Uhren wie die Girard Perregaux Laureato und die Chopin Alpine Eagle werden auf einmal zum Kassenschlager. Vacheron Constantin bringt eine Neuauflage ihres Klassikers und Tissot lässt die 70er auch nochmal aufleben und feiert mit ihrer PRX Riesenerfolge. Gerade diese ist eine tolle Uhr, die für ein verhältnismäßig kleineres Geld wirklich extrem viel bietet. Aber so toll wie dieses Genta Design und 70er Jahre Revival auch sein mag, liebe Uhrenhersteller, legt doch mal eine andere Platte auf und lasst euch doch mal was anderes einfallen. Das Design mag zwar ikonisch sein, doch die 70er sind schon lange vorbei und nicht alle Uhren, die dieses Design haben, sind auch so cool, wie ihr glaubt. Während die normale PRX wirklich noch in die heutige Zeit passt, ist der PRX Chronograph mit dem 70er Jahre Gehäuse und dem Panda Totalisatoren schon ziemlich altbacken. Versteht mich nicht falsch. Für Uhrenliebhaber, die ein Faible für Uhrenhistorie haben und Leute, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, ist dieses 70 Jahre Vintage Revival wirklich toll. Doch ich glaube, dass die meisten jungen Leute da draußen sich null dafür begeistern können. Die würden sich einfach etwas Frischeres und Neueres wünschen.
Und an die sollte auch gedacht werden, denn das sind irgendwo auch die Uhrenliebhaber von morgen. Swatch hat das mit der Moonswatch an sich schon ziemlich gut gemacht. Das Speedmaster Design ist zwar auch wirklich schon uralt, doch für die Moonswatch wurde das Ganze einfach mal komplett auf den Kopf gestellt und neu gedacht. Mit bunten Farben und Kunststoffgehäuse. Ja, es gefällt nicht jedem, aber es polarisiert so stark, dass sogar Leute davon Wind bekommen, die sonst nichts mit Uhren am Hut haben. Andere Hersteller sollten sich ein Beispiel daran nehmen. Es muss ja keine Uhr aus Plastik und mit Quarzwerk sein, aber es wäre schön, einfach mal etwas anderes zu sehen als das 100. Genta Style Revival. Vielleicht hätte man damit sogar mehr Erfolg als mit dem, was sowieso schon jeder macht.